mal hier weiter gucken. Kommt bestimmt gleich wieder irgendwo was angesprungen und faucht mich an und kratzt und beißt und. Nein! Geh weg, geh weg! Kannst weggehen. Ja, spring das mal weg. Oh. Haben wir das Krawel zumindest weg. Das Krawel. Ah, toll. War eine Spitzhacke kaputt. Oh, da müssen wir auch wirklich wieder langsam zurück. Scheinbar. Da ich ja Holz vergessen habe. War ein Scheiß. Ah. Naschen wir doch ein bisschen an Zombiehirn. Schauen wir hier nochmal kurz rein, ob es hier jemand gibt. Kann ja sein. Für die ganzen Leute, die kein Minecraft kennen. Es gibt natürlich verschiedene Wege, an Materialien zu kommen. In Let's Plays ist das Erforschen von Minen, ich sag mal, das Sinnvollste. Weil alles andere ist einfach zu langweilig. Natürlich kann man sich, so wie ich jetzt hier, einen Gang bauen. Und das dann auf einer bestimmten Höhe. Auf der Höhe, wo man vermutet, dass die besten Materialien sind, so wie Diamanten. Oder Gold. Aber das ist, wie gesagt, wenn man alleine für sich spielt oder in so einer Servergemeinschaft kann man das machen. Weil man dann schneller an Items kommt. Beziehungsweise an die Rohstoffe, die man haben möchte. Okay. Gold geht auch nicht. Aber ich höre hier irgendwo noch irgendwo ein Skelett. Ein Skelett. Schauen wir mal. Wo das Skelett herkommt. So laut Ohr müsste das wieder irgendwo über uns sein. Da nicht. Nicht, dass das Vieh wieder runtergestürzt kommt. Es klingt so, als wenn das Skelett gerade in Öl badet, hätte ich fast gesagt. Wie komme ich denn auf Öl? Bestimmt wegen der schwarzen Kohle hier. In Lava badet. In Öl badet. Wie schlecht ist das denn? Öl. So. Hier war nix. Buddeln wir uns einfach mal hier weiter. Wie gesagt, und dann gibt es halt die Möglichkeit, auf die unterste. Auf eine der untersten Ebenen zu gehen. Alter! Erschreckt mich nicht immer so. Los, weg. Und auf diesen Ebenen dann nach Rohstoffen zu suchen. Indem man dann solche Gänge buddelt, die dann ganz lang sind, so Zweier, Dreier hoch. Und dann sich zum Beispiel hier nochmal reinbuddelt, so 1, 2, und dasselbe dann hier auch macht. Und so weiter und so fort. Oh, ist halt die leichteste Variante, an Rohstoffen zu kommen. Okay. So. Ist überall Gold und ich kann das nicht mitnehmen. Wie schlimmer wäre das, wenn ich jetzt Diamanten finden würde? Die ich nicht mitnehmen kann. Zoomen wir irgendwo runter. Wir haben noch ein bisschen Eisen. Eisen. Oh, Scheißen. Was war das denn? Okay. Da hinten ist irgendwo Wasser.
Sieht aus wie eine Schlucht. Und ganz viel Lava. Nein, so. Hüpf, hüpf. Ach, da oben war ja auch noch was. Können wir hier irgendwas sehen? Nö. Hier ist nichts. Oh. Ich will hier nicht reinfallen. Nein. Ich will hier nicht reinfallen. Gehen wir mal hier hin. Ja, hier ist gar nichts. Sah nur so aus. Naja, gut. Würde ich sagen, für die erste Höhlentour ist das auch ganz okay, was wir hier gefunden haben. Das sieht ja hier so aus, als wenn hier was wäre. Hier muss ich mich noch mal kurz reingraben. Ja, was sieht so aus, als wenn hier was wäre. Außer ganz viel Schatten. Ganz viel Schatten, ne? Ah, ja. Das war's denn auch. Dann müssen wir jetzt wirklich zurück, weil jetzt kann ich nichts mehr machen. Schade eigentlich. Schade, schade, Schokolade. Ich hoffe, dass ich hier nochmal wieder herfinde. Damit wir denn den Rest auch noch durchsuchen können. Müssen wir uns nämlich noch über die ganze Lava basteln und so weiter und so fort. Und wir müssen noch ein paar Kürbissamen suchen. Melonsamen. Version. Naja, kommst du mal. Oh, hier geht's ja auch noch weiter. Ah, komm, guck mal. Wir gucken mal. Das hättest du wohl gerne, wa? Was, komm her, du Vogel. Komm doch. Hab dich. Hab dich, hab dich. Du bist. Nein, du bist. Du bist. Oh, kommt die denn um die Ecke geschossen? Die ist wohl auch hier. Alter. Okay. Ja. Bringt ja nichts. Wir müssen zurück. Wenn wir nichts abbauen können, hat es ja keinen Sinn. Ich dachte, da kriege ich jetzt Schaden, wenn ich da runterspringe. Geht's hier runter? Hier nehmen wir das nächste Mal den ganzen Redstone mit. Redstone? Weiß nicht, habe ich das schon mal erzählt? Wenn denn bestimmt in den anderen Minecraft Let's Play, wo es um den Kreativmodus geht. Der im Übrigen unregelmäßig heißt, ja, ich denke mal so 6 bis 8 Folgen im Monat werde ich wohl schaffen. Also ich werde den jetzt nicht komplett aufgeben. Und diese Welt werde ich wirklich noch spielen, wenn ich dann auch aufnehme. Also ihr werdet nichts verpassen. Was wollte ich jetzt erzählen? Achso, Redstone. Redstone ist so eine Art Kabel für Strom. Da werden wir bestimmt hier und da auch nochmal was bauen. Und dann werde ich euch das genau zeigen. Kann man denn, wenn man möchte, Geheimtüren bauen? Hier geht's nicht lang. Oder... Ach, da kann man so viel Blödsinn mitbauen. Hab sogar schon welche gesehen, die damit einen Computer nachgebaut haben. Das war echt krass. Aber wir müssen doch hier oben lang. Als wir vorhin hergekommen sind, sind wir doch hier runtergesprungen. Und haben hier so geguckt. Oder bin ich hier? Ja. Nicht, dass hier unser Stein ist. Bin ich jetzt zweimal dran vorbeigerannt.
Oh nee, oh nee, oh nee. So, nun. Gehen wir mal hier hoch. Oh, schon wieder dunkel. Hooray. Alles duster. Die Sonne geht gerade erst unter. Oh. Können wir eigentlich hier auch mal Fackeln anbringen? Na, Häschen? Damit das ein bisschen beleuchtet ist. So. Genau. Hier gehen wir dann rein. Und gehen erstmal schlafen. Schnarch, schnarch, schlaf, schlaf, schnarch, schnarch. Und dann packen wir hier einfach mal 16 Stück rein. Und den Rest hauen wir erstmal hier rein. Genauso wie das Eisen. Aber wir könnten noch einen zweiten Ofen eben bauen. 1, 2. Ja, ich kann zählen. Einen zweiten Ofen bedeutet 3. Davon nehmen wir welche. Davon nehmen wir welche. So. Dann können wir nämlich alles brennen. Packen wir da Kohle rein. Da packen wir Eisen rein. Hier Eisen. Da Eisen. Und dann kann das nämlich schon mal vor sich hin guckeln. Hier packen wir den Gunpowder rein. Sand? Habe ich den Sand hier irgendwo mit drin gehabt? Gravel. Und den Stein. Den ganzen Cobblestone. Erde brauchen wir gleich draußen. Hier brauchen wir das. Ach so, das war ein normaler Stein. Hier packen wir das Gehörn rein. Sand, Wolle. Roter Stein. Das können wir hier mal reinpacken. Wo haben wir denn? Da. Nehmen wir uns mal das mit. Das können wir da gleich anpflanzen. Und die Pfeile packe ich auch mal hier mit rein erstmal. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Machen wir uns erstmal ein paar Holzsachen. Oh, sollte lang. 28, 56. Machen wir dazu. Haben wir davon 2. Davon eine. Und 2 Schaufeln. Ach so, dann können wir uns eigentlich auch schon ein Schwert machen. Schwert. Ich schwert nicht mehr. Oh, hier. Hier packen wir ein Schwert zur Reserve rein. Und hier kommt der Rest von dem Eisen. Und jetzt werde ich hier. Oh. Essen. Dann werden wir hier mal das Weizen weiter anbauen. Ich brauche noch einen Eimer, damit wir uns verwässern können. 1, 2, 3. Und ein Eimer. Huch. So. Ein Eimer. Oh, wie wollen wir das denn jetzt mal machen? Dann nehmen wir erstmal hier den Stein weg. Und dann bin ich am Überlegen, machen wir oben kleine Felder und unten später große, größere Felder.